Die implizite Bewegung. Unterbewusstsein ist alles. Das Äußere, also unser äußeres Leben, stößt innere Prozesse an. Was im Inneren geschieht, bleibt aber verborgen und hat Auswirkungen auf unser Verhalten und unser Sein, also das, was wir wirklich willentlich tun. Wir leben also gleichzeitig etwas Verborgenes und etwas bewusst und persönlich willentlich Geschehendes, sind uns aber oft nicht darüber im Klaren, warum wir eigentlich so handeln, wie wir handeln. Das heißt, wir sind viel umfänglicher, also umfangreicher, als wir wissen. Das wiederum bedeutet, dass unser persönlicher Wille begrenzt ist. Und wir von etwas, das wir nicht wollen, nicht können, nicht wissen, nicht tun, bewegt werden. Als Willenswesen, wenn wir uns so bezeichnen, sind wir also begrenzt und setzen trotzdem auf unseren persönlichen Willen. Selbst die Frage, ob dieses Unterbewusste persönlich oder nicht persönlich ist, ist uns unbekannt. Bewegt sind wir also von etwas Gesamten, das weit über unser willentliches Bewusstsein hinausgeht. Und mit all dem sind wir wesentlich mehr, als wir annehmen. Wir leben also in einer überpersönlichen und persönlichen Bewegung.